Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Final Fantasy XII The Zodiac Age. Jawohl, diesmal wieder mit nagelneuer Truppe. Ich glaube, zuletzt hatte ich euch mit einer anderen Dreierkombination begrüßt. Und bevor wir jetzt weitermachen und in unbekannte Gefilde vordringen, muss ich euch das ein oder andere zeigen. Denn ich habe bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger was an den Gambits angepasst. Bei Baltier ist, glaube ich, alles beim Alten geblieben. Bei Fran habe ich jetzt die meisten Änderungen vorgenommen, weil das war ja, nachdem ich den Zauberpott versucht hatte zu bezwingen, was mir ja nicht mal im Ansatz gelungen ist, habe ich ja hier alles bunt durcheinander gewürfelt. Jetzt ist da wieder ein bisschen Ordnung drin. Sanctus-Zauber habe ich leider immer noch nicht, deswegen kann ich das hier nicht mit einbetten, also bei keinem meiner Leute. Jetzt habe ich bei Basch auch Vigra aktiviert als zusätzlichen Heiler. Bei ihr ist alles so geblieben und bei ihr mache ich das auch immer wie nach, also je nach Bedarf. Ich habe übrigens keine von diesen Fiolen mehr. Ich weiß nicht, wo ich die bekomme, ob ich die irgendwo bekommen kann. Aber ich bin noch mal eine Runde gelaufen, da wo ich zuletzt von den Gegnermobs geflüchtet bin. Einfach damit alle irgendwie ein halbwegs einheitliches Level haben. Deswegen sind sie jetzt Pi mal Daumen bei 58, das ist das eine. Und bei der Ausrüstung habe ich auch ein bisschen was geändert. Also Basch und Vaan tragen jetzt jeweils die Hermesstiefel, um den Hasteffekt mitzunehmen und einen kleinen Stärkeboost. Den Hina-Kragen hat er behalten und der Rest... ach nee, den Genji-Armreif habe ich ihr noch gegeben, weil ich den ganz gut fand und mir seinerzeit, als ich den weggeklaut hatte von Gilgamesh, mir nicht sicher war, bei wem das am besten aufgehoben ist. Und einige von euch haben geschrieben, dass Ash eine gute Wahl wäre, deswegen soll sie das jetzt bekommen. Und ja, die anderen haben halt ihre Dupliketten bzw. den Hina-Kragen. Und ja, ich bin gerade sehr nervös, denn... ich hatte ja gehofft, mit dem Richtfeuer abschließen zu können, bis ich dann in der letzten Folge festgestellt habe, dass wir eine weitere Ebene freigeschaltet haben. Und die werden wir uns jetzt angucken. Und ich habe Angst und Respekt. Wir haben nämlich noch einen Mob-Auftrag offen. Das ist der Auftrag von Mont Blanc, glaube ich, sogar gewesen. Der auch nicht klarer präzisiert ist, also wo wir jetzt konkret den besagten Gegner finden. Deswegen kann es sein, dass der jetzt hier unseren Weg kreuzen wird. Ich weiß es nicht. Den Analysezauber, den sollte ich vielleicht aktiv lassen. Osteotod ist jetzt nicht so das Problem. Die haben wir hier schon haufenweise weggeklatscht. Warte mal. Ja, habe ich jetzt, weil ich diese Zeilen hier mit allen möglichen Zaubern voll machen wollte, habe ich jetzt Analyse nicht gegeben. Ach, warte mal, das hier wollte ich noch aktivieren, genau. Warte mal, aus der Gruppierung heraus macht das bei ihr eigentlich am meisten Sinn. Aber sie hatte ja keine Analyse, ne? Ja, okay, das hätte ich vielleicht vorher auch mal abklären können. Oder wir verzichten einfach drauf. Ich meine, der Bereich, der wird ja hier genauso aufgebaut sein wie die Bereiche vorher auch. Und zwar vor jeder Tür wirst du dann wahrscheinlich eine wundervolle Falle haben. Da nervt mich jetzt eigentlich auch nur der Virus-Effekt, weil mir halt das Item fehlt. Oh nee, jetzt sag mir nicht, dass du hier auch wieder Schattenperlen brauchst. Bitte nicht. Aber es sieht so sehr danach aus. Es sieht so sehr danach aus. Bitte nicht. Warte mal. Erstmal wieder gucken, wie ich hier laufe. Gott, was hasse ich diesen Ort. Ja, da haben wir ihn. Oh, ich habe 94 Stück? Okay, nee, dann geht das ja. Ich dachte, ich wäre da irgendwie voll low mit meiner Anzahl, aber so? So ist das völlig in Ordnung. So, das Gute ist, ich werde diesmal diesen Bereich jetzt nicht zweimal durchlaufen. Okay. Nein! Ich habe schon wieder den Fehler gemacht, wie beim letzten Mal, dass ich dachte, der resettet sich auf 9. Oh, das war jetzt blöde Verschwendung, aber egal. Egal. Haken wir das ab unter der Kategorie failiger Einstieg. Negoya muss sich erstmal warm spielen. Und ja, hoffen wir, dass die Schattenperlen trotzdem ausreichen werden. Ich dachte, dadurch, dass wir jetzt eine Ebene tiefer sind quasi, dass jetzt hier vielleicht richtig viele noch benötigt werden. Kommt vielleicht nochmal gucken. So, okay. Tja, wir haben in der letzten Etage am Ende Phönix gehabt, obwohl ganz am Ende eigentlich eher den Zauberpott.
Und hier wartet jetzt bestimmt der Mob auf uns. Bin ich mir ziemlich sicher. Und wenn dann dieses Gebiet endlich mal vorüber sein würde, dann wäre ich der glücklichste Mensch ever, ehrlich. So, jetzt muss ich ja erstmal wieder wegen den Wänden gucken und so. Das ist jetzt wieder nach mehrtägiger Pause. Okay, mehrtägig, das klingt auch irgendwie zu immens. Ich glaube, ich habe jetzt 2 oder 3 Tage hier Häuschen eingelegt. Das ist okay. Aber da werde ich mich erstmal wieder reinfriemeln müssen. Also ich werde unabhängig davon, ob wir das hier heute schaffen, wovon ich nicht ausgehe, oder ob ich scheitern werde, wovon ich eher ausgehe, weil mir irgendwas zu schwer sein wird, werde ich dann als nächstes in den Miriam-Stillschrein gehen. Denn da soll es auch noch was geben. Das habe ich jetzt auch mehrfach gelesen. Und ja, gucken wir mal, was da auf uns wartet. Da bin ich mir allerdings auch nicht so ganz sicher, wo ich da genau hin soll. Kann mich an den Ort auch irgendwie nicht mehr so ganz gut erinnern. Ich habe keine Ahnung, ob ich da jetzt gerade alles abgesucht habe. Das ist mir hier zu undurchsichtig. Ich hoffe einfach, dass einer von den vier Wegen wieder der richtige sein wird und das irgendwie erkennbar ist. Und dann bin ich glücklich und dann ist alles gut. Jawohl. Und der Part mit dem Zauberpott, das ist ja der letzte gewesen, ne? Der ist übrigens noch nicht online, also nicht traurig sein, wenn ich da... wenn ihr mir da vielleicht schon einen Tipp gegeben habt, den ich jetzt hier noch nicht Folge leisten kann. Ich weiß auch nicht, ob das überhaupt sinnvoll ist, sich dem anzunehmen. Eine Himmelskugel erhalten. Ist nicht das erste Mal, ne? Aber irgendwie klingt das trotzdem special. Ich würde ja so gerne Sanctus hier irgendwo finden, Leute. So gerne. Und sorry, falls ich an dem Ort schon gewesen bin und da vielleicht unter dem jeweiligen Video einen Hinweis auch bekommen haben sollte, aber auf dem Schirm habe ich es jetzt nicht. Habe es mir zumindest damals nicht aufgeschrieben, dass es in dem Zusammenhang irgendwas Bemerkenswertes gäbe. Aber vielleicht müssen wir auch jetzt hier wieder alle Bereiche erleuchten mit den Schattenperlen und kommen dann erst über die nächste Etage in den Bereich runter, wo dann tatsächlich der nächste Boss auf uns wartet. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Explosionsfallen sind nicht schlimm. Vor Virus habe ich Angst. In eine Virusfalle möchte ich nicht hapsen. So, und jetzt bitte Konzentration, ja? Jetzt möchte ich nicht den gleichen Fehler machen wie gerade eben. Wir opfern wieder 5. Das ist gut. Nochmal 5. Okay. Soll ich es nochmal auf 5 ankommen lassen? Ich glaube, wir probieren es mal. Spart halt immens Zeit, ne? Als wenn du dann mehr als 5 halt einzeln da immer... Was? Es sind genau 15? Ja, perfekt. Ich dachte, ich habe jetzt gerade wieder was verschwendet, aber so ist doch gut. Okay. Ja, es ist schon deutlich angenehmer, ne? Ich glaube, mein Fehler war wirklich, dass ich am Anfang das Gebiet im Dunkeln halt abgesucht habe und sich das dadurch ein bisschen gedoppelt hat. Bisschen ist eigentlich auch verkehrt, denn es hat sich tatsächlich und gnadenlos, hemmungslos gedoppelt, ja. Aber egal. Heute sind wir schlauer, heute machen wir es besser. Und ich bilde mir ein, dass die Gegner hier in der Ebene auch nicht so stark sind wie die Buhne zum Beispiel aus der anderen Etage da. Warum gelingt mir das denn hier mit den Schattenperlen einsammeln so gut? Wahrscheinlich, weil ich mir keine Panik mache und mir sage, ich muss, ich habe kaum mehr welche. Ja, sobald Entspannung mit ins Spiel kommt, geht das plötzlich wie von Geisterhand wieder, ja. Die sind so cool. Die Drachenzombies sind hier definitiv meine Lieblingsgegner. So viel steht mal fest. Das ist ja aber... Das sind ja aber viele, du. Ich würde ja ganz gerne auch mal mehr mit Kollaps arbeiten, aber es ist halt so unfassbar teuer. Ich musste so schmunzeln, weil unter der Folge, wo ich das Ding gefunden habe, da habe ich noch gar nicht realisiert, dass der Zauber so stark ist und habe dann von euch gelesen, dass das halt der stärkste Zauber im Spiel sein soll, so. Ja. Hallo Kollaps, welcome to the family. Ich glaube, wir haben den aber noch nie im Einsatz gesehen in dem Spiel, es sei denn, der Gegner hat das irgendwann mal gebracht. Das holen wir noch nach. Ich habe ja, ihr habt das ja vorhin vielleicht gesehen, als Gambit schon eingestellt. Und ja, sobald irgendein stärkerer Gegner jetzt unseren Weg kreuzt, werden wir nicht drum rumkommen, das bestaunen zu dürfen.
Und da bin ich sehr gespannt drauf. So, ich habe auch überlegt, Subspirit irgendwie in meine Gambits einzubinden. Ich meine, mit dem Gedanken spiele ich ja schon, seit ich das Ding gefunden habe, aber... ich befürchte einfach, dass die das die ganze Zeit anwenden werden, selbst wenn sich von den Gegnern keine MP abzwacken lassen. So. Und dass das dann die anderen Gambits so ein Stück weit blockiert. Wisst ihr, was ich meine? Das wäre halt ziemlich ungeil. Das ist so meine einzige Sorge, die ich habe. Aber vielleicht werde ich das mal probieren, wenn wir bei irgendeinem magischen Boss, Beschwörung, Mob, was auch immer, nicht weiterkommen. Ich bin gerade so dumm im Kreis rumgelaufen, weil ich mir gerade nicht so ganz vorstellen konnte, dass es das gewesen sein soll. Bilde ich mir das ein oder sind die Teilabschnitte hier deutlich kleiner als zuletzt? Also nicht, dass ich was dagegen hätte, ganz im Gegenteil, aber es überrascht mich halt ein bisschen. So, dann gucken wir mal, was an den zwei unteren Zipfeln noch auf uns wartet. Level-up gab es hier bisher noch nicht, ne? Aber ich habe, glaube ich, offscreen 3 oder 4 Level-ups dann noch bekommen, als ich mal eben kurz in den Gegnermob reingelaufen bin. Das heißt, wir standen am Ende der letzten Folge relativ kurz davor. Und es geht hier halt immer noch unfassbar schnell, wenn meine Leute denn genügend MP haben. Ne, das ist dann immer so die Voraussetzung. Aber an denen vorbeirennen will ich nicht. Ich hoffe, ihr versteht das. Was war das denn gerade für eine Falle? Explosion oder was? Blind sind meine Leute auch. Habe ich jetzt gerade nicht gesehen, aber ist egal. Blind-Effekt ist geheilt. Ich würde so gerne an irgendeinem Spot diese Virusviolen farmen. Weil wenn jetzt ein Gegner, also oder ein Boss, noch viel schlimmer, unseren Weg kreuzt, der kontinuierlich mit dem Viruszustand arbeitet, dann habe ich echt ein Problem. Ein großes Problem. Kann man so sagen. Muss man so sagen. Hallo Fran, heute noch. Okay, ich glaube, Fran möchte nicht durch dieses Portal schreiten. Es tut mir leid. Ich drücke die ganze Zeit. Ich versuche die ganze Zeit hier durch diese Tür zu laufen, aber das Spiel lässt mich nicht. Die Schuld sehe ich nicht bei mir, wenn dieser Part Überlänge haben sollte. Sondern blicke jetzt ganz finster in Richtung Gegner. Ich persönlich finde das ja nicht schlimm, die zu killen, aber... ich will halt pro Part auch ein bisschen was erreichen und sie macht es schon wieder nicht. Warum? Warum? Diese Friemel-Momente. Friemel-Momente sind die schlimmsten Momente. Nicht mal hohe Schwierigkeitsgrade, immer nur Friemel-Momente. So... dann lass uns mal gucken, was wir jetzt hier abgeben müssen. Noch eine Ladung, 5er. Ja, guck mal, ich habe gar nicht so falsch damit gelegen. Ich glaube nämlich im unteren Stockwerk. Wieder genau 15? Okay. Das ist, also das deckt sich wunderbar mit meiner Vorgehensweise. Also da will ich mich gar nicht drüber beschweren. Wie viele Türen haben wir denn jetzt hier auf der Ebene? Eine nur. Ich wette, das hier wird jetzt hier der richtige Weg sein. Ich habe Angst vor Boss-Arenen jedweder Art. Zuletzt hat man ja den richtigen Weg ganz gut daran erkannt, dass eine Tür quasi zur nächsten führte. Ey, guck mal, ich renne hin zur Schattenperle, drück X und sie sammelt die direkt auf. Aber ich weiß, das ist echt wie verhext, ne? Da wird ein Leitthema... aus einem anderen Part plötzlich überhaupt nicht mehr nachvollziehbar. Aber so eine dicke Kugel wäre trotzdem ganz cool. Mal wieder. Haben wir ja in der Folge noch nicht das Vergnügen gehabt bisher. Auch für den Fall, dass es noch eine dritte Etage geben sollte. Aber was ist noch die Steigerung? Wir hatten jetzt düster. Ah, ich dachte, das wäre eine große Kugel. Wir hatten düster. Sind jetzt auf finster Ebene. Wie kann das noch... getoppt werden. Irgendwas mit Abyss oder so. Schlund. Schlund der Dunkelheit. Ich habe keine Ahnung. Wir werden es aber wahrscheinlich, wenn das hier so weitergeht, in der Folge noch rausfinden. So, hier haben wir jetzt wieder ein paar mehr Wege. Ich muss gleich nochmal ganz kurz im Vorraum gucken, ob es hier nicht noch was gab, aber das scheinen wir ganz gut abgefrühstückt zu haben. Die nimmt sie auch mit. Also heute ist, glaube ich, ein guter Tag. Wenn das mit dem Schattenperlen einsammeln so gut funktioniert, dann kann ja
fast nur Gutes passieren heute, oder? Oder wie seht ihr das? Ihr reibt euch wahrscheinlich insgeheim schon die Hände, weil ihr ganz genau wisst, was für Bockmist mir hier noch bevorsteht. Wahrscheinlich irgendwas, wofür ich auch noch total unterlevelt bin. Ich wette, ich hätte mir einen viel, viel größeren Gefallen damit getan, wenn ich erstmal die anderen Gebiete abgefrühstückt hätte. Weil das wahrscheinlich von den letzten Bossen, von den letzten Mobs auch chronologisch verläuft, was die Schwierigkeit angeht. Das Richtfeuer, was ja nun mal der letzte Dungeon ist zum jetzigen Zeitpunkt, wird dann wahrscheinlich auch den stärksten Endboss beherbergen. Na gut, aber das wollen wir erstmal mit eigenen Augen sehen, bevor ich dann Kehrt mache und wie ein geprügelter Hund mir andere Dinge suche, die ich erstmal beackern will. So, hier sind wir jetzt noch nicht gewesen, ne? Ja, das ist hier schon ein bisschen weitläufiger. Ich weiß gar nicht mehr, wie das vor dem Phönix war. Da sind wir auch durch so ein altes Portal gelaufen und plötzlich... Und plötzlich standen wir in der Boss-Arena, ne? Oder hat man das irgendwie im Vorfeld gemerkt? Ich weiß auch nicht mehr, ob man das auf der Karte gesehen hat. Ich glaube, das kam überraschend. So. Die Perle will sie jetzt leider nicht mitnehmen. Schade eigentlich. So, ich muss mal kurz, weil ich das ja für Wahn so eingestellt hatte. Achso, Wasch verlässt jetzt eh das Team. Na gut, dann hat sich das erübrigt. Ich hätte nämlich schon ganz gerne mindestens eine Person, die immer für Äther-Nachschub sorgt. So, warte mal. Achso, na gut, wenn man vom Teufel spricht, dann passt ja Wahn jetzt wunderbar ins Team. Denn der hat dieses Gambit ja auf aktiv geschaltet. Nee, habe ich ja vorhin gemacht. So. Nein. Das ist schon wieder ein Zauberpot. Okay, das ist ungeil. Das ist sehr ungeil, weil der auch gut Schaden ausgeteilt hat. Hallo, ich drücke auf Fluchttaste. Ah nee, das ist die Fluchttaste. Okay, warte mal. Erstmal machen wir die Zeit wieder auf normal, beziehungsweise das Tempo. Ich werde jetzt hier nur mal eben gucken. Ich habe jetzt keine Lust, die ganzen Gambits meiner Leute abzustellen. Jetzt mach doch dieses Scheißding auf, ey. Ich krieg die Krise in Momenten wie diesen, ehrlich. Es kotzt mich an. Wow. Das war so klar. Das war so klar. Ich will hier nur einmal die Wände ablaufen und gucken, ob wir hier irgendwelche Schätze haben. Nicht, dass der einen guten Zauber Sanctus... Sanctus... irgendwie bewacht oder so. Aber gut, dieser Zauberpot mit dem Raum, in dem er sich befindet, bringt uns jetzt herzlich wenig. Boah, ey, das mit dem Auswechseln... Achso, der verfolgt mich jetzt auch. Okay. Schön. Wundervoll. Darf ich mich auch mal bewegen? Achso, nee, sie ist natürlich verreckt. Geil. Ich kriege hier schon wieder richtig gute Laune gerade. Total. Ich möchte bitte einmal nur raus. Nur raus. Nur raus. Ich tue keinem was. Ich möchte nur raus. Was bist du denn? Du bist aber nicht die Gegner. Also der Gegner, den wir hier schon... Hä? Wo bin ich? Nachtläufer? Was ist denn Nachtläufer? Laufe ich gerade... Ich komme gerade überhaupt nicht klar. Ich will hier einfach nur raus. Ich glaube, das wird nichts mehr. Oh, du mein Lieblingsort. Ich komme ja kaum von A nach B hier. Tja. Und nu? Was machen wir jetzt? So, ich habe ja irgendwann den tollen Tipp bekommen. Das klang gerade voll ironisch, ist aber völlig ernst gemeint gewesen, dass ich jetzt hier irgendwie mit der Phönixfeder... Ah, okay, die Leute auch so wiederbeleben kann. Deswegen mache ich das mal. Ich weiß halt null, wo ich gerade bin. Null. Ich traue mich jetzt auch nicht auf den beschleunigten Modus zu gehen, aber hier sieht das ganz gut aus. Jawohl, hier bin ich draußen. Hier stand ich ja vorhin auch schon. Bis sich dieser komische, ja genau, dieser komische Geist hier hinter mir plötzlich manifestiert hat und meinte, mich irgendwie jagen zu müssen.
Boah, ey, ist das frustrierend hier gerade. So, warte mal, was ist das für eine Ecke? Das ist die südöstliche Ecke. Keine Ahnung. Vielleicht war da irgendwie noch was. Dieser eine Gegner, Nachtläufer oder wie der hieß, der schien mir schon sehr speziell zu sein. Ich würde gerne wieder auf meine andere Gruppe rüberschwenken. Ich glaube, warte mal. Wie mache ich das jetzt am klügsten? Ich glaube, ich werde jetzt alle erstmal wiederbeleben. Danke auf jeden Fall für den Tipp. Ach so, da oben sehe ich, ob die kampfunfähig sind oder nicht. Dann holen wir halt Fran jetzt nochmal zurück. So, und dann würde ich ganz gerne meine Leute halt auch austauschen. Aber da haben wir jetzt ja auch wieder das übliche Problem. So, warte mal, habe ich jetzt Ruhe? Nee. Wir spawnen halt auch immer wieder neue Gegner nach, ne? Also so einen wirklich guten Moment kriege ich hier gerade irgendwie nicht. So, könnt ihr bitte das Pferd töten? Vielleicht etwas schneller. Da wäre ich euch total dankbar für. Vielen Dank. Ich mache echt nicht 3 Kreuze, ich mache 10.000 Kreuze, wenn ich diesen Scheißort hier irgendwie abgeschlossen habe. Geht mir so auf die Ketten. Und ich sag euch eins, wenn ich in dieser Folge diesen Ort nicht abgeschlossen bekomme, dann werde ich im nächsten Part erstmal was anderes machen, zur Abwechslung. Kann das hier nämlich nicht mehr sehen. So, jetzt kann ich hier meine Leute aber wieder so aufstellen, wie ich das eigentlich möchte. Genau, und dafür brauche ich Ash ja streng genommen nicht. Das mache ich jetzt wieder nur an den Leveln fest, ne? Jetzt haben wir zwar 2 Heiler wieder drin, aber das ist okay. Ist ja nicht so, dass die nicht auch imstande sind, Schaden auszuteilen. Deswegen passt das erstmal. So, dann lass uns gleich mal den 4. Bereich auskundschaften. Wir sind eigentlich noch ganz gut in der Zeit. Das hat, wie gesagt, in der Ebene davor 1000-mal länger gedauert. Ein Trümmergrimoire erhalten. Haben wir, glaube ich, auch schon mal bekommen, aber wirklich hinterhergeschmissen wurde uns das bisher so gesehen, glaube ich, auch noch nicht. So, ich würde mich so gerne meinem Kaffee widmen. Der hat nämlich gerade genau die richtige Temperatur. Ich warte nur den richtigen Moment ab, weil wirklich Entspannungs- und Durchatmungsmomente hast du hier nicht wirklich. Was ist denn hier los? Warte mal. Du bist ein Drachenzombie. Waren die schon immer rot? Okay. Es ist auf jeden Fall sehr außergewöhnlich, dass hier einer im Eingangsbereich auf uns wartet. Aber was heißt denn rot? Rot heißt eigentlich, dass der levelmäßig deutlich über uns liegt, aber der ist trotzdem nie wirklich ein Problem gewesen. Naja, gucken wir mal. Ich dachte, jetzt kommt aus ihm vielleicht noch irgendwas anderes raus oder so und dann beginnt der eigentliche Kampf, aber... Na gut, so, Schattensockel. Die vielleicht letzte Runde, die hoffentlich letzte Runde. Ich möchte nichts mehr in meinem Leben mit Schattensockeln zu tun haben. Ich kann schon nicht mehr richtig reden. So, seid ihr wieder 15 an der Zahl? Oha. Das erste Mal, dass wir bei über 15 sind. Vielleicht ein Zeichen dafür, dass das jetzt hier die richtige Route ist. Ich weiß es nicht. Aber wir finden es heraus. Boah, ey, lass bitte keine weitere Ebene danach noch kommen. Einfach nur keine weitere Ebene. Alles andere ist mir egal. Obwohl, nee, alles andere ist mir egal. Ist auch nur die halbe Wahrheit. Jetzt habe ich aber auch gar nicht mehr so viele. Also für eine nächste Ebene würde es dann höchstwahrscheinlich nicht mehr reichen. Aber naja, wir gucken mal. Eigentlich würde ich auch ganz gerne zum Speicherkristall mal gucken. Ach, warte mal. Ich würde erstmal schauen, wie viele Türen wir hier haben. Jetzt bin ich hier schon drin. Gucken wir mal. Hauptsache, es spawnt hier kein Zauberpott. Die gehen mir ja richtig hart auf den Sack. Zumal, wenn die in der Nähe sind, kannst du ja hier auch gar nicht wirklich in Ruhe alles absuchen. Aber dieser eine Gegner, den würde ich mir gerne alleine nochmal angucken. Also ohne Zauberpott. Diesen Nacht-Irgendwas, der mir da das eine Mal gerade eben in den Rücken gefallen ist. Kurz vorm Ausgang. So, jetzt geht hier wieder das typische Schattenperlen-Dilemma los. Wo bleiben denn die dicken Kugeln hier? Mensch. So, wenigstens eine mitgenommen. Wenigstens eine. Okay, hier ist noch eine Tür. Dann bleiben wir jetzt erstmal hier bei dieser Ecke und gucken, was wir hier so finden. Da ist noch eine Wand, okay.
Gehen wir jetzt erstmal hier hin oder durch die andere Tür? Ich würde mal sagen, Narrenwand hat erstmal Prio 1. Ich sollte vielleicht auch das Tempo nicht verdoppeln, solange ich nicht weiß, was im nächsten Raum auf mich wartet. Weil jedes Mal, wenn ich hier im Richtfeuer irgendwie versuche, aus einer heiklen Situation zu fliehen, dann geht das total nach hinten los, ja. Das ist auf jeden Fall nicht ohne. So viel steht mal fest. Was ist da hinten? Was ist das da für ein komisches Licht? Ist das wieder so ein Zombie-Drache oder was? Aber der Zombie-Drache... Oh, ich habe eine Lebenskerze bekommen. Der Zombie-Drache... Oder Drachenzombie hieß der, ne? Der hat, glaube ich, mehrere Lichter, nicht nur das eine. Jetzt habe ich Angst. Ich habe eigentlich immer Angst an diesem Ort hier. Und irgendwann schlägt die Angst in Hass über. Das ist eine dicke Kugel zum Sammeln, nicht Depp! Schnell! Hin zur Kugel! Vielleicht verschwindet die auch gar nicht und ich mache mir hier gerade umsonst Stress. Aber bitte sammel sie doch, bitte, mein Friend. Ich krieg die Krise. Danke. Danke. 120. Okay. Okay. Ich glaube, alles andere hat sich dann erübrigt an Sorge in Bezug auf Schatten, Perlen, Ressourcen. Ich hoffe, dass das jetzt kein Indiz für eine dritte Ebene ist, die genauso aufgebaut ist. Lass es bitte einfach nicht ein Zeichen dafür sein, Prost. So, warte mal, hier war... Wie schnell respawnen die Gegner denn hier bitte? Dadurch, dass das so viele sind, kommen die immer so schnell zurück. Oder lasse ich mir einfach zu viel Zeit? Eine Kombination aus beidem wird es wahrscheinlich sein. Die Schattenperle hätte ich gerade überhaupt nicht einsammeln müssen, aber okay. So, was haben wir hier? Wir haben... Da einen Weg, der noch ein bisschen weiter führt. Ich hatte über unseren Eingangsbereich auch noch eine andere Tür. Oh mein Gott. Ich glaube, wir wissen alle, was jetzt hier passieren wird, oder? Ich habe Angst. Wir gucken mal. Ja, Bossraum. Das sind die. Das ist der Mob. Obwohl, es sind nur zwei. Warte mal. Wir haben nämlich, glaube ich, nur noch diesen einen hier offen. Da hieß es doch auch, dass es mehrere sind, ne? Götterwesen. Mont Blanc gesprochen, der sich selbst Gott nennt. Götterwesen zum Mob ausgeschrieben. Bla. Gott, ich habe so eine Angst. Vielleicht sollte ich Ash noch beleben. Warte mal, ich glaube, das mache ich noch schnell, bevor die mich hier entdecken. Items. Phönixfeder. Und einmal Mademoiselle Ash, bitte. Bewegen die sich? Das sind einfach nur ganz normale Drachenzombies, oder? Ich schiebe hier, glaube ich, gerade voll umsonst Panik. Oder? Ja, das sind ganz normale Gegner. Ich bin so unfassbar... so unfassbar im Drama-Queen-Modus gerade. Aber ich, ja, habe jetzt irgendwie mit dem Schlimmsten gerechnet. Ich hätte nicht gedacht, dass die jetzt hier Standard-Gegner in so einen Bossraum setzen. Okay, sorry dafür. Aber hey... Ist doch auch schön. Können wir eine Minute länger durchatmen, weil wahrscheinlich der fette Boss dann im nächsten Raum auf uns wartet. Sanctus? Nö, 2 Gil. Geil. Geil. Wer braucht schon Sanctus, wenn er 2 Gil haben kann? So, jetzt habe ich, kluges Kind, mir natürlich wieder nicht gemerkt, über welche Tür ich hier reingekommen bin. Ich brauche wieder Eselsbrücken. Die kann ich mir hier aber jetzt irgendwie schwer machen. Warte mal. Okay, die eine Tür. Gibt es hier überhaupt mehrere? Haben wir hier nur eine Tür? Was hat denn dieser Raum dann bitte für einen Sinn, Leute? Das ist nur die eine Tür. Ich wette, das wird irgendwann für irgend so einen Ekelmob der Raum sein, wo man den dann bekämpfen muss oder so. Ich habe gerade irgendwie die Angst, hier was auszulassen, aber ich bin der Meinung... Wo ist denn jetzt diese Tür schon wieder gewesen? Hier. Ich bin der Meinung, da hatten wir alles. Na gut. Okay, dann soll das halt so sein. Dann gehen wir jetzt hier unsere Route zurück. Nicht, dass jetzt hier irgendwas spawnt. Ich hoffe nur, dass der Mob, der fehlt, halt auch einen festen Spawnpunkt hat und nicht so ein Mob ist, der so wie Ixion
Nachtläufer, das ist der, den ich nochmal sehen wollte. Guck mal, wie schnell der down war. Die alte Pussy, warum hatte ich denn vor dem so eine Panik? Keine Ahnung, auf jeden Fall hat er uns ein Lebensbuch dagelassen. Okay, es sieht ja fast so aus, als wären wir mit dieser Etage hier gleich durch. Wenn es jetzt hier nicht noch irgendeine geheime Wand oder so gibt. Ja, 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 Gegner, zerpieselt euch mal hier. Wir sind gerade in einer sehr spannenden Klärungsphase. Warte mal, wie sieht das denn levelmäßig eigentlich aus? Da sind die richtigen Leute jetzt noch mit drin, alles klar. So, Schattenperle, du bist mir gerade ein bisschen im Weg, weißt du? Ich hätte nie gedacht, dass ich das jemals sagen würde, aber jetzt ist es soweit. Habe ich hier noch irgendeine Wand? Nope. Also ich glaube, diesen Raum gerade eben, den sollte ich mir definitiv merken. Das irritiert mich nämlich gerade sehr. Und ich weiß auch nicht, was ich dann machen soll, wenn ich jetzt hier keine neue Fahrstuhlebene habe. Warte mal. Hinter den Schatten. Okay. Es geht also noch weiter. Hooray! Hooray, hooray, hooray! Und wisst ihr, warum ich auch so erpicht bin auf den Sanctus-Zauber? Weil wir hier bestimmt so einen richtig dicken Schattenboss zu sehen bekommen, der wahrscheinlich mega empfindlich ist gegen Holy-Zauber. Und habe ich halt nicht. Kann ich nicht aufbringen. Das heißt, der Kampf wird, wenn er denn dann überhaupt noch realisierbar ist, wahrscheinlich deutlich erschwert werden. So, gespeichert ist das Ding auf jeden Fall. Wir sind maximal erholt und stürzen uns jetzt direkt in die nächste wundervolle Ebene, die mir bestimmt genauso viel Freude bereiten wird wie die letzte auch. Wobei die letzte ging eigentlich voll klar. Jetzt weiß man halt so ein bisschen, worauf man sich einzustellen hat, ne? Drittes Mal brauche ich jetzt hier trotzdem nicht, wenn ich ehrlich bin. Schon wieder so ein oller Ring. Ernsthaft? Okay. Pass mal auf, am Ende ist mein ganzes Hoffen und Bangen total vergebens, weil wir am Ende wahrscheinlich 100 Stockwerke oder so hier haben werden. Wäre das eine Vollkatastrophe. Ich habe ja... Achso. Ja, ich sollte vielleicht mit der Gewissheit auch irgendwas anfangen, dass wir da immer diese wundervollen Fallen haben. Indem ich die auch versuche zu umgehen. Das ist mir bisher eher nicht gelungen. Wow, ist das nervig. Ich dachte ja, jetzt kommen wir vielleicht zur fetten Boss-Arena oder so und können dann hier zum großen Showdown ansetzen, aber Pustekuchen. Pustekuchen. Das war auch klar, dass die Anforderungen jetzt hier immer höher werden. Was? Über 20? Nicht dein Ernst. Ich gehe jetzt in einzelnen Schritten weiter. Ich glaube nicht, dass da jetzt noch viel fehlt. Ha! Hab ich mal ein gutes Gespür bewiesen, ne? Warte mal, ich kann ja mal ganz kurz gucken, ob hier die Inschrift eine andere ist. Nö. Wir werden jetzt wahrscheinlich quer über alle 10.251 Ebenen alles erleuchten müssen. Um dann, weiß ich nicht, den wahrscheinlich lichtscheuen Boss aufzuscheuchen oder so. Also bitte, also wenn es nicht schon zu spät ist, sagt mir bitte nicht, wie viele Ebenen das Ganze hier hat. Da lasse ich mich nämlich gerne überraschen. Irgendwann muss es ja ein Ende finden. Und es würde mich, glaube ich, unfassbar deprimieren, wenn ich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt schon wüsste, dass das am Ende 20 Ebenen sind oder so. Weil jetzt motiviert mich wirklich noch die Hoffnung, dass ich sagen kann, okay, vielleicht ist es bei der nächsten zu Ende. Vielleicht bei der nächsten. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Müssen wir mal gucken. Ich weiß auch gar nicht, ob ich die ganzen kleinen Schattenperlen jetzt hier einsammeln soll, weil bisher hatte ich ja immer das Glück, dass irgendwie mindestens eine große irgendwo rumlag. Aber die letzte hat ja echt den Vogel abgeschossen, ne? Haut die uns einfach mehr Schattenperlen raus, als wir eigentlich tragen können. Auch nicht schlecht. So, hä? Achso, hier war unser Einstiegsraum, okay. Das heißt, warte mal, ich will nur hier kurz gucken, ob wir hier noch eine Wand haben. Scheint nicht der Fall zu sein. Also Wand schon, aber keine Narrenwand. Ich meine, das Gute ist zumindest in diesen... Nein, nicht schon wieder. Och Mann, ey. Ein Opalring. Ich glaube, von dem habe ich auch gar nicht mehr so viele.
glaube, ich habe davon sage und schreibe nur einen, wenn mich nicht alles täuscht. Boah, ey, wie der auch immer mit den dicksten Zaubern um die Ecke kommt, ne? Okay, also das ist jetzt hier schon der dritte Zauberpot. Davon scheint es ja also deutlich mehr zu geben. Aber vielleicht ist das auch so ein Indiz dafür, dass die gar nicht so besonders sind. Weil das halt ein normaler Standard... Also, normal ist ja nicht, aber... Es ist halt dann scheinbar trotzdem ein Standardgegner. Warte mal. Ich glaube, der Zauberpot wird mir jetzt hier auch folgen, oder? Warte mal, ich muss mal ganz kurz, weil das geht mir gerade alles zu sehr auf den Sack. Ich muss mal ganz kurz hier raus. Und dann wieder rein. Damit der Zauberpot sich dahin verpieseln kann, wo er hergekommen ist. Das ist mir jetzt auch egal. Das ist mir jetzt auch egal. Ich würde so gerne in dieser Folge die Ebene noch schaffen. Wird zeitlich aber ein bisschen eng. Hey, wo kommst du denn her? Hallo, bitte hinten anstellen. Im Eingangsbereich wird nicht gekämpft. Das darf nur der Drachenzombie. Der Zombie-Drache. Ich vergesse das immer wieder, obwohl ich den heute schon so oft bekämpft habe, aber egal. So, genau, dann gucken wir jetzt nämlich, was hier auf uns lauert. Scheinbar nichts, was irgendwie unschaffbar wäre. Hauptsache kein Pott. Kann es sein, dass jede Ebene einen Pott beherbergt? Das kommt doch Pi mal Daumen hin, ne? Weil das ist jetzt hier gerade die dritte Ebene für uns. Und das ist auch der dritte Pott, der meinen Weg kreuzt. Ja. Also wenn man die Monster-Enzyklopädie hier vervollständigen muss für irgendeine Trophäe oder so, dann wird man wahrscheinlich nicht drum rumkommen, einen von denen aus dem Weg zu räumen. Aber... Naja, das weiß ich jetzt halt nicht. Und das würde ich jetzt auch nicht extra für das Let's Play machen, weil es geht ja nicht darum, jetzt hier die Platin-Trophäe freizuspielen, ne? Obwohl ich dadurch, dass ich alle Mystic-Animationen freigeschaltet habe, eigentlich eine ganz gute Voraussetzung wahrscheinlich hätte. Naja, ich glaube, eine Trophäe ist auch, dass man alle Beschwörungen findet. Das würde ich gerne in diesem Let's Play noch schaffen. Was natürlich nicht mit was für einem Schwierigkeitsgrad das verbunden ist, aber da taste ich mich ja jetzt gerade langsam ran, ne? Auch wenn ich jetzt hier wahrscheinlich nicht zu einer Beschwörung am Ende hinkomme, aber wissen tue ich es halt nicht so. Ach ja, warte mal, da gab es gerade eben auch Stufenaufstiege. Ich will nur erstmal gucken, dass ich dieses Gebiet hier beziehungsweise dieses Teilgebiet irgendwie geklärt kriege. Oh nein. Da ist schon wieder eine Tür. Nachdem ich jetzt hier ein bisschen rumgelaufen bin, das könnte jetzt in den nächsten Bossraum führen. Gott, geht mir wieder die Pumpe. Hier sind wir gerade hergekommen, ne? Bin schon wieder total durch den Wind. So, dann lass uns mal erstmal gucken. Oh, alle sind sie sauber auf 59. Das heißt, ich gehe jetzt auf eine von meinen Lieblingskombinationen rüber. Ja. Das ist eine von meinen zwei Hauptgruppenzusammenstellungen. Das ist, glaube ich, ganz okay. Gucken wir mal. Ja. Oh mein Gott. Hallo? Ich mache mal die Geschwindigkeit wieder auf normal. So, hier stehe ich jetzt. Ich laufe mal einfach die Wände ab. Mir wird schon nichts in den Rücken fallen. Ich will nur gucken, ob es hier noch eine weitere Tür gibt. Das wird wahrscheinlich in der ersten Ebene eher die Ausnahme gewesen sein. Wo dann über die andere Tür der erste Zauberpott dann war. Deswegen dachte ich ja, dass der Zauberpott irgendwie was total Specialiges ist. Warte mal. Das war genau diese Ecke, oder? Ich dachte gerade, jetzt ist hier ein Gegner gespawnt. Ja, ich komme angrenzend also Tatsache auch hier nicht weg. Gibt es denn hier wenigstens noch irgendwas aufzusammeln? Was sind das hier für komische Sinnlosräume? Ich glaube, der Phönix ist irgendwie beleidigt, beziehungsweise der ganze Ort, nachdem ich gesagt habe, dass ich den Phönix hier nicht so schön fand und mir da ein bisschen mehr erhofft habe. Aber gut, dann gehen wir halt wieder zurück. In der Hoffnung, dass ich da jetzt nicht irgendwie falsch geguckt habe. Nicht, dass da irgendwelche Schalter, Hebel, was auch immer sind, aber es ist ja nicht so, dass wir hier gar keinen Fortschritt haben. Denn Ziel soll es ja sein, so verstehe ich diesen Ort, immer weiter nach unten vorzudringen und da sind wir ja ganz gut dabei. Nicht wahr? So, jetzt muss ich nur gucken, dass ich hier irgendwie rausfinde.
Raus, das andere raus. Hier ist wieder was. Warum ist hier nur so ein mickriger Loot immer abzugrasen? Der Ort ist doch eigentlich so prädestiniert, auch wenn mir das hier gerade hart optional erscheint, was ich hier tue. Der ist doch prädestiniert auch für mal ein bisschen mehr Geld oder vielleicht ein nices Equipment-Teil oder so. Das wäre doch mal schön. So, kann jemand mal bitte Voltier heilen, bitte? Ich habe es extra zweimal bitte gesagt. So, jetzt kann er sich wenigstens wieder bewegen. Flugfleisch. So, ich werde jetzt hier bitte einmal raus. Einmal raus. Heute noch, Voltier. Danke. Danke, dass du heute noch in diesem Part diese Tür gewillt bist zu öffnen. Das, finde ich sehr entgegenkommend von dir. Wirklich. Ich weiß gar nicht, wie ich meiner Dankbarkeit Ausdruck verleihen soll. So, jetzt sehen wir auch mal wieder diese wundervollen Waffen. Ey, warte mal, wie bin ich denn jetzt gelaufen? Das war jetzt hier das erste Gebiet, was ich gerade mal abgesucht habe, ne? Ich hätte schwören können, dass es das zweite war, aber nein, wir haben tatsächlich erst eins von vier jetzt hier abgefrühstückt, aber da war doch gerade sowohl der Pott drin, als auch der Bossraum in Anführungsstrichen, deswegen werden jetzt die anderen Ecken wahrscheinlich überschaubarer. Mutmaße ich mal ganz kryptisch und verschwörungstheoretisch und hoffe, dass wir jetzt hier nicht so viele von den Perlen abgeben müssen. Denn das ging schon gut an die Ressourcen hier beim letzten Mal. Okay, schon wieder zweistellig, wie es aussieht. Okay, aber immerhin nicht auf die 20. Oh, schon wieder glatte 15. Okay, so haben wir wenigstens keine Verschwendung. Das finde ich gut, wenn, wenn sich das auf 15 beläuft. So, hier werde ich jetzt wahrscheinlich wieder nur einen Weg haben, wie es aussieht. Jawohl. Komm, mach es kurz und schmerzlos. Ein Raum voll mit Gegnern, idealerweise mit leichten Gegnern. Und dann können wir ab zum nächsten Abschnitt. Spiel, was hältst du davon? Freuen wir uns doch alle drüber, oder? Ich widme mich mal meinem Kaffee. Prost. Ich bin auf jeden Fall froh, dass die... Oh, jetzt kommt Virus ins Spiel. Jetzt kommt Virus ins Spiel. Ey, wie ich gerade sagen wollte, ich freue mich jetzt, dass wenigstens die Standardgegner uns hier keinen Kummer mehr bereiten. Und seht ihr, ich darf solche Sachen einfach nicht aussprechen. Es ist wie verhext, ehrlich. So, das stand eigentlich gerade schon aufsammeln, aber er möchte nicht. Okay. Wundervoll, wundervoll. Ist das nicht schön? Ist das nicht der schönste Part aller Zeiten? Hand aufs Herz. Sind wir mal ehrlich, eigentlich ist das Richtfeuer doch total geil, oder? So, was haben wir hier? Noch mehr Gegner. Ah, gut, dass er tot ist. Ich hoffe, wenn man ihn wiederbelebt, dann... Nee, der Virus-Effekt bleibt. Ist das euer Ernst? Okay, das ist gerade echt eine halbe Katastrophe. Das ist nicht eine halbe Katastrophe, das ist eine vollmundige Katastrophe. Ich krieg diese Zustandsveränderung nicht weg. Und jetzt? Oder habe ich irgendjemand, dessen Allheilmittel das mit auffangen kann? Ich weiß es nicht, warte mal. Wer waren denn meine Leute, die ihre Allheilmittel auf Stufe 3 ausgebaut hatten? Ich glaube, Fran war eine von denen. Er hat das auch drin? Ich weiß es echt nicht. Allheilmittel haben aber alle irgendwie, glaube ich, aktiv, die da auch den stärksten Effekt mitbringen. Okay, ich muss jetzt mal in einer ruhigen Minute nochmal gucken. Okay, das ist echt beschissen. Tja, was willst du machen? Ich hole mal Fran rein. Vielleicht schmeißt sie ein Allheilmittel und kann Voltier erlösen. Und das scheint auch der Fall zu sein. Okay, dann ist das doch nicht so hoffnungslos. Dann habe ich gerade Gott sei Dank umsonst Trauer und Verzweiflung geschoben. Denn Fran ist unsere Retterin in der Not. So, was ist denn hier in dem Raum hier gerade los, ey? Dann können sich mal alle Beteiligten bitte wieder beruhigen. Hallo.
Ich weiß nicht mehr, woher ich gekommen bin. Ich möchte bitte gerne wieder auf meine normale Truppe umschwenken. Also auf die, mit der ich gerade eben gekämpft habe. Ist das irgendwie möglich? Heute noch Spiel? Ach, warte mal. Und ich brauche jemanden, der Penelo mit Ethan versorgt. Okay, Kinders, warum braucht ihr gerade so lange? Schneller! Wir haben doch keine Zeit! Bei so vielen Gegnern werden die hier aber auch wahrscheinlich immer wieder nachspawnen, ne? Das ist ja ein Teufelskreisraum. Jetzt hat Penelo gar keine Dings mehr. Und fängt schon an, mit ihren Allheilmitteln rumzuschmeißen. Können bitte alle einmal verschwinden, alle Gegner, bitte. Gebt mir noch einen Moment der Ruhe und Besinnung. Damit ich mich neu ordnen kann und da spawnen schon wieder neue nach. Okay, ruhig bleiben. Ganz ruhig bleiben. Alles ganz entspannt. Ich lege einfach mein Pad auf den Schoß, strecke die Arme nach oben aus. Guck, was hier passiert. Irgendwann wird es schon aufhören. Irgendwann. Oder auch nicht. Ist das schon wieder so ein Raum wie damals bei Adramelisch? Wo die Gegner die ganze Zeit nachspawnen? Eigentlich geht das ja gar nicht, ne? Weil du ja, so hattet ihr mir das ja mal erklärt, so ein paar räumliche Veränderungen auch durchlaufen muss damit. Jetzt haben wir Ruhe. Jetzt haben wir Ruhe. Endlich. So. Kann ich nämlich Fran wieder rausnehmen. Vaan mit rein. Den darf dann gerne jemand beleben. Und Vaan wird jetzt eine Weile Ätherchen schmeißen. Das soll er auch machen. Denn dafür habe ich ja 99 eingekauft, nicht wahr? So, ich habe das jetzt ohne mich zu bewegen mal abgekürzt für euch, denn jetzt hat er aufgehört mit dem Ether rumgewerfe. Ich habe jetzt allerdings keine Ahnung mehr, wo ich hergekommen bin. Das haben wir gerade irgendwie ein bisschen zu viel Tohuwabohu und es wird einfach nicht besser. Okay. Ich weiß nicht, woher. Ey, weißt du, dieser Ort, der wäre auch, also der wäre wahrscheinlich immer noch beschissen, aber der wäre nicht so beschissen, wenn du wenigstens eine normale Karte hier hättest. Ja. So, jetzt haben wir hier einen 60er. Das heißt, wir holen... wir holen mal Ash jetzt mit rein. Gucken, ob das gut geht. Ich weiß gerade nicht, ob ich zurücklaufe, Leute. Dadurch, dass ich da gerade einen Behälter mitgenommen habe, glaube ich eher nicht. Und ich hatte so gehofft, dass es jetzt hier ein bisschen übersichtlicher werden würde. Weil wir im letzten Teilbereich ja schon so viel... Ich glaube, ich bin wirklich zurückgelaufen. Ist das zu fassen? Hier gibt es aber auch gefühlt 10.000 Wege. Warte mal. Hier ist jetzt der, in Anführungsstrichen, richtige Weg. Ist das jetzt hier? Der Raum sieht auf den ersten Blick nach Sackgasse aus. Wir gucken mal, dass wir den jetzt von den Gegnern gesäubert kriegen. Ist das der Raum, wo ich gerade eben schon 10 Stunden stand und gewartet habe, bis alle down sind? Ich weiß es nicht. Aber hier würde ich dann in aller Ruhe mal die... die Wände absuchen. Bevor ich diesen Bereich hier endgültig abhake. Jetzt wird es wieder ein bisschen ungemütlich. So, jetzt ist auch wieder Virus im Spiel. Ja, da wird uns Fran dann irgendwann helfen, wenn sie wieder ins Team kommt. Ich glaube aber, wir sind Tatsache mit diesem Bereich hier durch. Und ich bin jetzt einmal im Kreis gelaufen. Kommt das hin? Ich glaube ja. Ich weiß ja auch echt nicht, wie ich das für euch immer abkürzen soll, ne? Oder so ein bisschen komfortabler komprimieren soll. Aber diese Rückwege, die werde ich jetzt immer rausschneiden. Also zurück zum Ring quasi, wenn ich das Ende erreicht habe. So. Eigentlich muss man ja auch gar nicht in die hinteren Kammern vordringen, ne? Man könnte sich das wahrscheinlich super einfach abkürzen, indem man einfach die Schattenperlen opfert quasi. Und ja, dann einfach zur nächsten Ebene weiterfährt. Also insofern kann ich da dem Spiel eigentlich auch keinen Vorwurf machen. So. Wenn dieser Phönix da nicht gewesen wäre in der ersten Ebene, dann hätte ich auch gar nicht so die Ambition, da alles abzusuchen. Also ich würde es wahrscheinlich trotzdem tun, aber das... Na, jetzt verrecken sie hier erstmal wieder, wie die fliegen. Geil. Wundervoll. So, hab das jetzt auch mal wieder ein bisschen abgekürzt, weil ich im Grunde genommen auch nichts weiter mache, als zu warten und darauf zu warten, dass sich die Kämpfe hier verselbstständigen und irgendwann keiner mehr nachspawnt. So, dann haben wir hier einen Warlock.
Ich fürchte den Moment und ich hoffe, er wird nie kommen, wo dann plötzlich so ein Zauberpott hier im Eingangsbereich steht und Stress macht. Das wäre eine richtige Katastrophe. Irgendwie spreche ich heute viel von Katastrophen, aber der ganze Ort ist irgendwie eine Katastrophe. So, fangen wir mal wieder mit zarten 5 Schattenperlen an. Weitere gerne hinterher. Du alter Gierschlund, ey. Wie viele Perlen sie hier haben wollen. Guck dir das mal an. Ich gehe jetzt mal wieder in weiser Voraussicht mit einzelnen voran. Okay, wow, mein Gefühl hat mich auf jeden Fall getäuscht. Ich bin jetzt schon bei 24. Das dürfte dann wohl der Sockel sein, der am meisten verlangt. Das hört ja gar nicht mehr auf. Hallo? Ich kann nur maximal 99 tragen. Danke. 27, mein lieber Scholli. Nee, ich will gar nichts machen. Ich will an diesem Ort nichts mehr weitermachen. Aber er hört ja nicht auf. Es hört einfach nicht auf. Hier haben wir wenigstens nur ein Portal. So, warte mal, mit wem spiele ich denn überhaupt? Achso, ich habe jetzt momentan gar keinen Fernkämpfer. Ist okay. Ich hätte gern wieder eine große Schattenperlenkugel. Wobei das eigentlich am besten wäre, wenn... wenn das im letzten Bereich dann kommen würde. Also nachdem ich halt alle... Sockel schon... befüllt, aktiviert habe, was auch immer. Bist du eine Sackgasse? Das kann mir doch keiner erzählen hier. Eine Sackgasse, ohne dass es hier irgendwas gibt? Kein Gegner, kein Item, kein gar nichts? Na gut, dann gehen wir halt hier mal gucken. Was da so auf uns wartet, das... Oh Gott. Das sieht hier schon wieder so weitläufig aus. Menschenskinder. Und dann auch noch eine Narrenwand. Natürlich. Komm, machen wir die auch noch auf. Okay. Ich werde gleich schon wieder nicht wissen, wo ich eigentlich hergekommen bin. 100 pro wird das so sein. Da muss man kein Experte für sein. Um zu dieser Erkenntnis zu gelangen. Irgendwas, was gegen Sturz... Nein, 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 nein. Komm zu mir. Komm zu Mama. Komm zu Mama. Bitte, bitte, bitte. Nein, 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 nein. Danke. Es hat funktioniert. 171, ihr alten Übertreiber. Ihr alten Übertreiber. Aber damit sind wir wenigstens wieder voll. Okay, da bin ich hergekommen. Noch weiß ich das. Lass das bitte in Sackgassenraum sein. Bitte. Sackgasse? Nee. Das wird in einen Bossraum führen, Leute. Ich habe schon wieder richtig in den Eiern, ja. Ich weiß, worauf das hier hinauslaufen wird. Ist nur die Frage, ob dieser Raum dann wieder gut besucht sein wird oder ob wir da wieder tote Hose haben. Ich gehe mal erstmal in die anderen Ecken gucken. Wenn mich diese ganzen arbeitslosen Nekromanten hier mal lassen würden. Ach so, Schattenperle. Warum sammle ich die ganze Zeit ein, kurz nachdem ich die dicken Kugeln aufgesammelt kriege? Keine Ahnung, ich verstehe es selbst nicht. Lassen wir das einfach unkommentiert. So, bist du eine Sackgasse? Du bist eine Sackgasse. Ja, brave Sackgasse. Feine Sackgasse. Da kann sich ja der Nebenraum jetzt echt ein Beispiel an dir nehmen. Es ist auch so nervig, dass diese Gegner hier so doppelt und dreifach bekämpft werden müssen. Aber wenigstens geben die auch zweifach Erfahrung, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Ja. Deswegen sind die auch so lohnenswert. Deswegen leveln die Leute hier auch ganz gut. Ey, ich sag euch, wenn ich dieses ganze Gebiet hier abgeschlossen kriege, dann werde ich wahrscheinlich für alles, was ich zum jetzigen Zeitpunkt schon machen kann, gut überlevelt sein. Also, oder... Oh ne, da ist schon wieder... Ja, ich sehe es. Ich sehe es. Warte, ich muss trotzdem ganz kurz gucken, ob es hier irgendwas an Behältern gab. Nein, ich bin jetzt die Wand nicht richtig abgelaufen. Aber bisher sind in den Räumen, wo diese Zauberpots rumlungerten, nie irgendwelche Geheimwände gewesen, ne? So, Kinders. Komm, jetzt spurten wir hier durch. Ins Verderben. Ey, wenn jetzt hier gleich ein Bosskampf kommt, meine Leute sind gerade extrem angeschlagen. Oh Gott. Okay, es sind nur Standardgegner. Meine ich. Ist mir gerade das Herz in die Hose gerutscht, aber mit denen sollten wir jetzt fertig werden.
Boah, ey, was für ein... Hier ist ein Zauberpott mit drin. Was? Oder ist der noch vom Raum nebenan? Nee, hier ist ernsthaft einer. Ich kotze. Ich kotze mir gleich selbst auf dem Bildschirm, ey, ehrlich. So, jetzt muss ich hier mal ganz genau hingucken. Hier werde ich jetzt nämlich keine zwei Runden laufen. Ach Mist, ich habe jetzt vergessen, mir zu merken, wo ich ungefähr angefangen habe hier mit dem Ablaufen. Da ist was zum Sammeln. Bitte plünder doch einfach diesen Drecksschatz. Danke. Final-Elixier ist, glaube ich, sogar ziemlich gut. Es gibt bestimmt so einen einfachen Trick gegen diese Scheißpots. Ich mache mir das wahrscheinlich so unfassbar unnötig schwer. So, warte mal, wo stehe ich? So ein bisschen schräg links neben dem rechten Zipfel. Der lässt mich aber auch nicht in Ruhe, ne? Mir würde es ja schon reichen, wenn der mich, wenn ich im Fluchtmodus bin, in Ruhe lassen würde. Aber ist nicht. So, war jetzt hier in der Mitte des Raumes noch irgendwas? Ich sehe nicht, wo die Mitte des Raumes ist. Okay, ich muss jetzt hier raus. Bevor ich jetzt hier ein Game-Over-Bildschirm vor der Nase habe. Boah, ey. Nee. Ach, da ist schon der nächste. Wundervoll. So, ich glaube, jetzt muss ich hier nach links. Habe ich dann... Nein, ich will die Tür öffnen, verdammt nochmal. Bin ich jetzt hier schon... Nee. Im Übergangsraum zum Ring wollte ich eigentlich sagen. Wo zur Hölle bin ich? Ich will einfach nur raus. Bitte lass mich einfach nur raus. Da. Trotzdem ist die Gefahr noch nicht abgewendet. Wir haben ja inzwischen dazugelernt. Bitte mach einfach diese Scheißtür auf. Mach einfach diese Scheißtür auf! Ich finde dafür gerade echt keine Worte. Achso, ich habe ja auch Stopp, ja. Ja, hallo Game Over. Echt geilster Part überhaupt, ey. Ich habe jetzt den letzten Autosave wieder geladen. Das wird jetzt wahrscheinlich genauso erfolgreich ablaufen mit dem Wegrennen. Gucken wir mal, ob der beschleunigte Modus vielleicht irgendwas bringt. Hier muss ich jetzt nach rechts, ne? Ich weiß nicht, ich habe irgendwie immer eine komplett falsche Route vor Augen. Ich bin nämlich vorhin genau die gleiche falsche Abzweigung lang gelaufen. Kann ich jetzt hier bitte raus? Danke. Wenigstens hat das funktioniert. Ist ja schon mal etwas. Man muss auch die kleinen Erfolge feiern, nicht wahr? So. Und dann werden wir das leider nicht so abschließen können, wie ich diese Folge eigentlich abschließen wollte. Nämlich, indem ich das ganze Gebiet hier auch abgehakt kriege. Wir werden den letzten Teilbereich dann uns in der nächsten Folge angucken. Denn ich habe jetzt erstmal keinen Bock mehr. Und werde mir das dann beim nächsten Mal ansehen. Genau. Eigentlich wollte ich ja in der nächsten Folge mich anderen Bereichen widmen. Aber ich mag das nicht, dass diese Ebene jetzt so angebrochen ist. Deswegen... ja, deswegen werden wir uns beim nächsten Mal höchstwahrscheinlich dann nochmal hier sehen. Ja, in der Hoffnung, dass danach vielleicht die letzte Ebene kommt. Das wäre ganz nett. Ihr seid da wahrscheinlich schlauer als ich, aber gut, ist ja nicht so, dass wir heute gar nicht vorangekommen sind, aber es ist trotzdem unfassbar zäh und unfassbar repetitiv und ja, lassen wir uns mal überraschen, was wir beim nächsten Mal für Erkenntnisse gewinnen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut, ihr Lieben, und bis denn. Ciao!